Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, ist es gerade ein wenig neblig. Und wir befinden uns genau an dieser Stelle. Wir sind oben auf der fliegenden Insel. Und wo habe ich jetzt mein Fernglas? Da. Und ich habe eben gerade dieses kleine Kerlchen da vorne gefunden. Und das wollen wir jetzt zähmen. Das heißt, Zähmgehege auf. Und ich werde mich jetzt gleich einfach mal daneben setzen. Sie wird nicht besonders schnell sein. Denn die lieben Tiere sind nur nachtaktiv. Aua! Die weißen tut sie sehr, sehr gut. Oh, Rödelchens. Ich hoffe, sie ist jetzt im Gehege drin. Werden wir ja gleich sehen. Ja, sie ist drin. Und sie hat super schlechte Laune. Mal gucken, dass ich jetzt nicht runterfalle. Nee, hat wie immer geklappt. Ist das ihr Ernst? Wir werden sie jetzt einfach mal anschießen, wenn ich das Tor treffen würde. Immer nur. Ich habe nämlich Angst, runterzufallen. Jetzt stehe ich wirklich am Rand. Quatsch! So. Oh, ich habe sie sogar noch getroffen. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen, dass das Ganze jetzt nicht zu dunkel ist. Von der Wandreihe vergessen, sehe ich gerade. Nein, bleib stehen! Oh, die passt zum Glück nicht durch. Ich treffe sie gerade nicht mehr. Ich bin auch viel zu weit oben. Jetzt habe ich sie wieder mal getroffen. Nee, das war wieder daneben. Aber die läuft da auch Schlangenlinien. Okay, noch getroffen. Teilweise denke ich, ich treffe sie gar nicht, aber dann treffe ich sie doch. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder nicht. Nee, da hat sie sich wieder wegbewegt. Dafür, dass die nachtaktiv sind, ist die aber ziemlich sportlich unterwegs. Die Dame. Kannst du jetzt mal aufhören zu regnen? Boah, war das Blitz gerade hell. Getroffen. Macht nicht den Anschein, als ob sie mich angreifen würde, wenn ich runtergehe, aber ich traue ihr nicht. Sie läuft immer nur. Jetzt habe ich sie nicht getroffen, weil sie da so halb in der Wand steckt. Das hätte aber ein Pro sein müssen. Okay, da hat man gerade deutlich gesehen, ich habe viel zu hoch geschossen. Das war wieder ein Volltreffer.
Aber sie macht das taktisch schlau. Sie läuft hin und her, damit ich sie nicht treffe. Aber wir werden sie bekommen. Egal wie. Jetzt wird sie gerade wieder langsamer. Na, wird es jetzt zu dunkel? Nein. Problem ist, wenn sie dunkel wird und wir es legen, wütet sie kurz und danach ist sie wieder im 10-Bereich drin. Ne, ist noch nachmittags. Aber wie ihr seht, sie ist jetzt doch recht träge und läuft nicht mehr ganz so aktiv hin und her. Was es mir eigentlich leichter machen sollte, sie zu treffen. So, Mädchen. Tu uns den Gefallen und kipp jetzt gleich um. Das war daneben. Püppelchen. Also ihr habt ja zum Anfang gesehen, wie viele Darts ich hatte. Klar, es gehen immer ein paar Darts daneben. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ich hoffe, die reichen, weil sie ist ja aktuell noch nicht mal... Ich weiß nicht, ob das jetzt ihr Fluchtmodus ist oder ob sie jetzt definitiv... Ah, wir haben sie. Cool. Sie liegt endlich. Nach keine Ahnung, wie vielen Darts. Jetzt hört er sie auch mal schnarchen. Ich werde gleich davon die Reihe definitiv noch machen. Ich habe nur ein bisschen Narkosemittel dabei. Aber noch Hammelfleisch von gestern im Inventar. Oh, die frisst schnell. Sie ist jetzt schon auf 5,5%. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal schnell hier vorne die Wand zumachen. Wenn sie jetzt... Ach, hier habe ich auch noch Narkosemittel. Hoah, gerettet. Ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt mehr Narkose braucht, muss ich nochmal nach Hause fliegen. Aber das hat sich gerade erledigt. Was suche ich jetzt? Ach, die Wände. Also wie gesagt, die sind nur nachtaktiv. Und sind da halt dann quietschfidel, wüten dann halt auch rum. Und so habt ihr ja vorhin gesehen, als wir sie gefunden haben, liegt die dann da und schläft. Ich werde euch jetzt aber wieder dazu holen, wenn sie beim letzten Mal fressen ist. Was dauert das noch ein bisschen? Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Mach mir nicht so eine Angst, Fräulein. Ja, bis gleich. So, weiter geht's. Die gute Dame muss noch einmal essen. Sie bekommt anstatt 111 noch 110 Level obendrauf. Und sie müsste jeden Moment jetzt eigentlich gleich dann fressen, beziehungsweise, okay, gut, ich sehe gerade, die ist erst 20 runtergehungert, aber das ist nicht ganz so tragisch. Sattel für sie werde ich dann erst in der Base machen, denn da habe ich die Werkbank mit allen Materialien. Ich habe jetzt ja nichts anderes dabei als das Zehngehege. Zudem muss ich auch... Oh! Nicht die gute Dame überhauen. Nein, habe ich nicht, zum Glück. Zudem muss ich auch warten, bis es dunkel ist, weil ich kann sie nämlich für den Argentavis grabben. Nur am Tag... Ja, bleib mal ruhig. Ich lasse dich ja in Ruhe schlafen. Ich gehe da hinten hin und drehe da weiter. Am Tage würde sie sich andauernd zusammenrollen und ich würde sie andauernd vom Fuß verlieren. Das wäre ganz, ganz schlecht und deswegen... Warte ich jetzt ein bisschen. Ja, es ist 16:59 Uhr. Mittlerweile keine Ahnung, wie viele Tage später. Ich glaube, einer mindestens.
Denn ich saß zwischenzeitlich nicht am Rechner. Ich habe nur mal kurz Narkosemittel. Ist gut. Narkosemittel vorhin reingestopft und war dann ein bisschen in der Küche. Haushalt machen. Bleibt nicht aus. Und Narkose sinkt ja nicht so doll. Haha, ich stehe auf dir drauf und ich hüpfe auf dir rum. So, okay, gut. Wie weit bist du? Na, noch 14 Meter. Also wie gesagt, den Sattel bauen wir dann gleich zusammen. Ach so, ja, ich habe hier oben Decken hingeplatziert, weil ich Angst hatte, dass von oben ein Agentavis irgendwie reinfliegen könnte. Und das wollte ich nicht. Deswegen nehme ich die jetzt schon mal auf, weil ich muss ja gleich sowieso noch alles aufsammeln. So. Knarre weg. Packe ich mal hier die ganzen Sachen rüber. Brauche ich jetzt ja alles nichts. Nicht. Ich hatte vorhin gehofft, dass ich einen Sattel gefunden habe, aber es ist nur ein Paracea-Sattel. Aus einem gelben Loot. Ach hier, die Knochen habe ich auch noch dabei. Alles in Agentavis rein. Falls ihr meine Katzen poltern hört, die spielen gerade. Frau Schlafmütze ist das. So, ihr seht da diesen Sleep Dept Dingsbums. Wenn der voll ist oder wenn der leer geht, dann rollt sich die gute Dame zusammen. Kannst du dich mal umdrehen, bitte? Jetzt kann ich euch das Mädchen aber wenigstens schon mal vorne. Ja, macht doch genau. So, ich werde jetzt das Gehege abbauen, dann mit ihr nach Hause fliegen. Und ach so, ich zeige euch das wirklich, dass ich kein Käse erzähle, man kann die wirklich grabben. Doch nicht mehr? Nein, ich kann sie nicht mehr grabben. Okay, ich muss sie gleich nach Hause ziehen irgendwie. Okay, also wenn wir dann auf jeden Fall zu Hause angekommen sind, ohne irgendwelche Wehwehchen, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten kommt die Meldung: Frau Schlafmütze ist tot. Bis dann. So. Oh. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Ihr seht, sie ist nachts richtig flink. Ich komme auch mit ihr gut voran. Wir sind jetzt gleich schon zu Hause. Am Tag muss sie sich wirklich immer, sobald wir diese 120 da voll sind, hinlegen und schlafen. Ich habe Gamma 4 an, damit man überhaupt irgendwas sieht. Ich pfeife jetzt einfach mal LSC ab. Und wie ihr hört, sie ist auch sehr, sehr laut beim Laufen. Also, nachts leuchten ihre Augen gelb, wie ihr seht. Das ist die Beißanimation. Das ist eine andere Animation. Damit könnt ihr Tiere im Mund halten. Auf C schreit sie und hüpfen kann sie nicht. So, mal gucken, ob wir irgendwo jetzt ein Dodo finden. Da haben wir auch schon einen. Wie ihr seht. Darf ich mal bitte? Hat sie den Dodo jetzt im Mund. Und ihr könnt ihn so töten. Wenn man die in der Wildnis trifft und ein Spieler sitzt zum Beispiel auf einen Sabertooth oder auf einen Wolf, da grabbt der Megalodon, Entschuldigung, Megalosaurus, euch wirklich den
Also er reibt hier halt unterm Hintern weg und hat den halt dann in der Gusche. Und so kann man das natürlich auch beim PvP oder so machen. Sie tötet das Tier jetzt nicht, weil ich es ihr noch nicht sage, beziehungsweise weil ich noch nicht meine, ich weiß jetzt drauf rum. Wir gucken jetzt mal, ob sie den auch im Mund behält, wenn ich runtergehe. Ja, wenn ich runtergehe, behält sie den auch im Mund und tötet den allerdings sofort. Ich zeig euch die gute Dame gleich noch einmal bei Tag. Denn da leuchten ja dann die Augen nicht mehr und sie rollt sich dann auch bei diesen 120. Bei diesen 120, sag ich jetzt mal. Bei der Müdigkeit. So, die 120 ist ihre Müdigkeit. Und wenn sie halt müde ist, dann rollt die sich auch einfach unter euren Hintern normalerweise zusammen. Dann warten wir jetzt, bis es wieder Tag wird und wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. So. Da sind wir wieder. Es ist aktuell... ich habe das ausgeschaltet. Aktuell auf dem Server 5.21 Uhr. Und Frau Schlafmütze pennt schon. Ich habe jetzt die Option, sie aufzuwecken. Steh mal auf, Frau Schlafmütze. Dann... Seht ihr jetzt schon, allein am Tempo, Frau Schlafmütze ist mega langsam. Am Tag also eher nicht zu gebrauchen. Und jetzt seht ihr auch hier diesen Sleep Depth Timer. Der steigt jetzt. Den hatte sie ja vorhin nach dem Zeben schon. Ich gehe nochmal hier kurz. Wirst du dich immer jetzt nicht hinlegen? Frau Schlafmütze, bitte. Das ist doch jetzt nicht mehr ernst. Also der steigt. Sie lag jetzt kurz und dann hat der halt wieder ein bisschen, ja, verloren. Ja, wie ihr seht, ich kann da jetzt machen, was ich will. Frau Schlafmütze meint, alle paar Sekunden sich hinlegen zu müssen, um zu schlafen. Und jetzt seht ihr oben auch wieder, dass diese Zeit oder diese Müdigkeit halt wieder abnimmt. Die ist jetzt auf 6 und gleich irgendwann auf 0. Die sehe ich halt aber auch nur. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich mit Frau Schlafmütze von euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hör auf, die Schlafmütze zu hauen.